Der zweite Turniertag. Heute finden die Kämpfe mit leichten Handwaffen statt. Kein Wettbewerb hat mehr Teilnehmer. Schwertkämpfer, Fechter mit Linkhand, Säbelschwinger und Axtschläger mit Schild und einige schnelle Stabkämpfer. Nachdem ihr gestern einen sehr furiosen Auftakt hattet, wird es heute hoffentlich ebenso glorreich. Jalan hat zwar gegen den Schwarzen Ritter verloren und konnte diesen Krieger nicht verletzen, wohl aber eine Schramme auf seiner Rüstung hinterlassen. Viele Garäter haben davon nichts mitbekommen, sondern nur ihrem drachentötenden Bannstrahler zugerufen, der hier stellvertretend für das Reich sich gegen ihn warf, gewann der Tjoste war trotzdem Alrik von Dunkelschlund. Die Feierlichkeiten am Abend habt ihr dann genutzt, um Kontakt zu Danos von Luring und vielen anderen Reichsedlern zu knüpfen. Schlussendlich habt ihr dann noch den Sohn von Reichsregentin Ema gefunden und gerettet, Silindian Hal, der Prinz des Mondes und Auserwählter von Boron. Heute schreiben wir den 30. Fex, leichte Handwaffen. Ihr habt euch vor der Rauhls Arena versammelt, die Tjoststangen wurden um neue Areale ergänzt, in denen die Zweikämpfe abgehalten werden können. Ein paar Minuten habt ihr noch, bevor alles beginnt. Und dann? Wie sieht es denn aus? Ich schau mal so über das Feld, wer hier alles angetreten sind. Wie Betrieb heute? Ich wünsche euch allen viel Erfolg. Nimmst du nicht teil? Nee, oder? Nein, ich mach nur beim Bogenschießen mit. Ich fühle mich nicht wohl genug mit dem Säbel. Na gut. Säbel, da kann Karin oder auch mal ein paar Lehrstunden geben. Ein paar zumindest. Trainiert ihr denn zurückkommen, dass ich nicht immer an solchen Turnieren nicht teilnehmen kann, notfalls. Isarun, aber mir, habt ihr schon von den Hofmagiern gehört? Bisher noch nicht. Noch nichts gehört, nein. Mir fällt das nicht. Wenn wir dich diesen schwarzen Ritter hochnehmen. Ja, so eine magische Analyse benötigt ihre Zeit. Wenn man wirklich nur so Spuren nachweisen muss, das erfordert schon einiges an Zeit und Mühen. Haben wir ihn nicht schon mit diesen Holzwürmern bei den, verzeih den Ausdruck, bei den Eiern? Das zu entscheiden liegt nun natürlich beim Turniermarschall. Also meiner Meinung nach sollte das wirklich ein Grund sein, ihn hochzunehmen. Ich meine, es ist Unholz. Gut, warten wir noch diese Analyse ab. Wenn wir das Ende des Tages nichts gehört haben, nehmen wir die Sache mal selbst in die Hand. Was habt ihr vor? Und erst einmal mit dem Turniermarschall reden. Ihr wollt euch nicht wirklich mit diesem schwarzen Ritter schlagen. Ich sagte doch gerade, erst einmal mit dem Turniermarschall reden. Und wenn dieser nichts unternimmt? Die spezielle Brücke werden wir wohl überqueren, wenn wir noch dran kommen, nicht wahr? Vielleicht hat er auch ganz vernünftige Argumente, die wir einfach nicht kennen und weiß, woher dieses Unholz stammt. Vielleicht gibt es ja andere Gründe. Welche vernünftigen Argumente kann es denn wohl geben, so ein Zeug hier heranzuschleppen? Gar keinen, aber vielleicht ist sie von einem vorigen Teilnehmer, der schon festgenommen wurde oder so etwas dort. Und das hat gar nichts mit dem Schwarzen Ritter zu tun, sondern dieses Unholz lag dort nur rum, währenddessen ihr dort hineingefallen seid und eure Wunden das Holz aufgenommen haben. Wir sollen also glauben, dass es wahrscheinlicher ist, dass zufällig Unholz auf der Tourneebahn herumliegt und sich zufällig in meine Wunden bohrt und der von Galotta geschickte Ritter aus Yolgomak, aus der Dämonenschmiede, nichts damit zu tun hat. Ich sag ja mal, das ist unwahrscheinlich, aber vielleicht hat der wahrscheinlich mehr Informationen als wir. Ich meine, das ist ja ein gottesfürchtiger Mann und wird bestimmt nicht gegen das Reich entscheiden und gegen die Regeln der göttlichen Ordnung, sondern immer wahrscheinlich im Sinne der göttlichen Ordnung. Hochmeister Raferiam sagt immer, dass die Rondra-Gefälligkeit manchmal der Gerechtigkeit leider ein wenig nachsteht.
Wen ihr jetzt neben euch im Sand der Rauhitz Arena blicken könnt, ist unter anderem natürlich eine ganze Menge Hochwürden, Personen, die ihr noch nicht gesehen habt oder deren Namen ihr nicht kennt, die allerdings gestern schon irgendwo herumstanden auf der Tribüne oder auch im Sand, die geritten sind. Selbstverständlich anwesend Danos von Luring, aber auch Graf Orsino von Falkenhag, Hagrobald vom Großen Fluss ist anwesend, ein paar andere Personen, die ihr noch nicht kennt, Alvan von Unterallertissen ist wohl auch hier, Rondrigan Paligan, der gerade seinen Degen bewunderte, den er dabei hat, und Albrax Groscho Akam, der Hochkönig der Zwerge, der jetzt hier wohl sich selbst die Ehre gibt, indem er mit seiner Streitaxt und einem Hammer in den Kampf sich stürzt. Während ihr dann noch ein bisschen rumsteht und diskutiert, kommt dann auch einer der Turniermarschalle auf euch zu mit einer großen Rolle. Also gut, ich fange bei euch an, Fräulein von Spogelsen. Gegen wen wünscht ihr zu streiten? Möchtet ihr, so wie ihr hier steht, Meister Rafim ist wohl nicht gelistet und das müsste Mr. Hermiel sein. Wollt ihr permutierend auf das Schlachtfeld treten? Das wäre doch sehr Rondra gefällig, nicht wahr, meine Herren? Es steht euch selbstverständlich auch frei, andere Turnierteilnehmer auszuwählen. Wenn ihr dies mögt, dann müsst ihr natürlich etwas euch gedulden, da sie sich gegenseitig alle schon bereits gefordert haben. Ich stelle mal die obligatorische Frage. Ist Rohaya hier? Nein. Du kannst sie aber auch nicht auf der Tribüne erblicken. Ihre Mutter ist natürlich anwesend. Ema sitzt dort und betrachtet das Ganze. Sieht immer noch sehr müde aus. Das kannst du an ihrem Blick erkennen. Trotzdem versucht sie eben ihren Stolz aufrechtzuerhalten. Also das gleiche Bild, was es auch am gestrigen Tage schon gab. Nun, ich denke, es gibt doch vor allem den Zuschauern auf den Rängen einen guten Eindruck, wenn wir zum Auftakt direkt alle erstmal aufs Feld treten. Ja, dem stimme ich zu. Also gut, dann Fräulein von Spogelsen kämpft gegen... Sagt aber mir, was ist? Wollen wir zuerst? Wenn ihr dies wünscht. Sicher, warum nicht? Das alte Reich gegen das neue Reich. Ein treffender Verkampf. Die weiße Gilde gegen die Scharlatane. Ich bin kein Scharlatan, das wisst ihr. Aber nun gut. Treten wir an im ritterlichen Duell. Wir sehen aber schon aus wie einer. So, dann Herr Greifenmund, mögt ihr gegen den Granden aus dem Hause Karinor antreten? Aber selbstverständlich doch. Ja. Karinor, nicht der Erste, dann vorne, wenn ich in den Staub trete, nicht wahr? Oh, wahrlich. Wollt ihr euch so früh schon verbinden? Und es würde mir Zeit geben, meine Wunden auszukurieren, falls Rondra euch wieder aller Erwartung halt sein sollte. Und wenn ihr mit mir zufrieden seid, dann sehr gerne sogar. Also gut, dann werde ich das so auf der Liste verbuchen. Ich komme dann nach dem Kampf noch einmal zu euch, um dann den zweiten und später den dritten Kampf auszuwerten. Und damit macht er sich weitere Notizen und geht wohl weiter. Immer wollen wir wetten? Das wird bestimmt spannend. Ja, wer von den beiden gewinnt? Ich setze auf meinen Landsmann. Okay, dann setze ich auf meinen Nicht-Landsmann, den großen Ritter Jarlan. Sehr gut. Wie viel? Setzen wir beide. Irgendwer zuckt er mit den Schultern. Silber? Ja, das ist eine gute Wette. Also, Geras, es steht ein Silber auf dem Spiel. Lass sie bloß in den Staub treten. Und dann darf ich natürlich nicht enttäuschen. Sehr gut. Tretet ihr denn schwerer Rüstung an, Jarlan, oder wie sieht das aus? Und selbstverständlich. Mein goldenes Kettenhemd ist ja noch ein wenig unpräsentabel. Wollt ihr das nicht mal reparieren lassen? Wollt ihr das nicht mal reparieren lassen? Ich muss. Aber Meister Eisinger war leider nicht mehr aufzufinden, nachdem wir so spät vom Boronanger zurückkamen. Ich dachte, er tritt sogar selbst an.
Ja, okay. du kannst ihn gerade sehen, wie er sich da wohl mit Rondrigan Paligan unterhält und testet da wohl gerade auch ein paar Schwerter, schwingt er in der Luft. Der wollte auch auf alle Fälle gegen Isarun ankämpfen, zumindest hat er das angekündigt. Und nachdem er sich früh zum Bett begeben hat, deshalb war seine Frau sehr insistent, dass wir ihn nicht mehr wecken. Na gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich ebenso. Aber der Bessere wird sicherlich siegen. Natürlich. Sind Heiltränke denn in diesem Duell illegal? Oder sind die hier weiterhin erlaubt? Und ihr habt die Regeln ja gehört. Während des Kampfes ist es nicht erlaubt, sich irgendwelche Art von Stärkungen zuzuführen. Ah, okay. Das gilt auch für den Tabak, Karino. Ja, natürlich, natürlich. Keine Sorge. Gut, damit tretet ihr dann in die verschiedenen Boxen, könnt dann einmal über die Geländer steigen und dann im Rande des Rings Platz nehmen, während die anderen das in den anderen Boxen ebenso tun und das Ganze dann vom Marschall eröffnet wird. Initiative von euch Vieren. Wir werden diesen Kampf, ich denke, Box für Box arbeiten. Wir gehen von links nach rechts. Habelmir und Isarun stehen in der linken Box und da dann eben auch mit der Initiative von oben nach von unten nach oben, so wie wir es kennen. Isarun startet auf der 16, 19. Basiswert 4, Behinderung 1. Habelmir hat dann die 16, hat nicht gut gewürfelt. Wie sieht's mit Yalan und mit Gers aus? Willst du nicht erstmal die beiden machen, weil wir es jetzt schon so in hier haben? Wir machen das. Gut, dann bevor wir anfangen, wir haben gepennt zwischendrin, wir durften regenerieren. Wenn ich mich nicht irre. Ja, einmal. Gibt's da irgendwelche Boni oder Mali drauf? Du hast bei der Putz geschlafen, dann ist es eine plus 1. Jetzt brauche ich Glück, Kenners. Du hast mal alleine geschlafen, das war keine Nacht, oder? War die Nacht, also was war eine Nacht? War die Nacht, okay. Eine nur, er wollte ja eigentlich noch eine zweite haben, aber da ist er ja noch aufgestanden. Da war er dann doch wichtiger. Dann brauche ich noch die Initiative. Yep, Moment. Da sind wir. 16. Gut, wir starten auf der linken Box, aber mir beginnt. Es sei denn, Isarun möchte vorziehen. Nö, mach mal. Ich würde ganz normal attackieren. Konne. Womit kämpfst du? Mit dem Säbel? Mit dem Säbel. Tut mir leid. Habt euch natürlich einen Schutz über die Waffen gezogen, beziehungsweise sogar Turnierwaffen besorgt. Ihr macht also nur Ausdauerschaden. Dann müsste ich versuchen. Halt. Ja, dieser Rund darf sich natürlich aussuchen. Ob sie parieren möchte? Ja, natürlich, ich versuch's. Halbe Parade gelungen. Tja. Ja, dann habe ich erfolgreich den sehr guten Säbelschlag abgewehrt und greife nun meinerseits mit einer Finte 4 an. Nee. Gerade noch so. Finte 4 gelungen. Dann muss ich jetzt erhöht um Parade um 4 erschwert. Genau, Parade erschwert um 4. Dann darf Isarun Schaden machen. Und während Isarun Schaden macht, kann sie gleich den Schlag beschreiben. Wir springen derzeit zu Yalan. Du stehst Gyaras gegenüber. Ja, ich komme so ein wenig mit ausgebreiteten Armen auf ihn zu, mit immer noch knallroter Irian-Rüstung. Deutlich zu sehen, wahrscheinlich von allen Seiten. So, lasst uns den Tanz beginnen, Freund. Dann wollen wir mal anfangen. Schalle ich den Helm zu und los geht's. So. Wenn Karin noch nicht vorziehen möchte, fange ich wohl an. Musst du, genau. Alles klar, dann
Ich finde dich. Ich bin nämlich. Mach ich doch locker flockig. Ach, da finde. Ihr hatten froh. Freie Aktion, ich bin hier. Und greife an. Normaler Angriff, ja? Normaler Angriff. Den ich normal pariere. Gut. Ich mach noch einen Angriff. Ich wollte gerade sagen, Kiaris hat noch einen Angriff. Du hast sogar noch einen zweiten Angriff. Er hat den Tod von links. Oder bist du weiter in den Kampf? Er ist meinetwissen weiter in den Kampf, jo. Ah, okay. Gut, dann mache ich halt mit Schild noch die zweite Parade und die gelingt auch. Ach, du kämpfst mit Schild, ja, okay. Ja, natürlich. Ja. Und dann kommt der Tod von links. Oder? Nee, nee, nee. Kannst du nicht. Den darf ich nicht mehr. Ja, nächste Runde. Aber mir. Hat die schon eine Trefferzone ausgewürfelt? Für den Schaden? Gut. Ausdauer? Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das wirklich relevant ist. Oh. Halt. Also, ich glaube nicht, dass das so super relevant ist. Ich wollte gerade sagen, wir werden keine Wunden schlagen. Es sind, wie gesagt, nur Ausdauerschaden. Okay. Also, die werden ohne Rüstungsschutz. Die werden dann halbiert. Also, du kannst dir dann die vollen 5 Punkte Ausdauer kannst du dir abziehen. Okay. Guck einfach auf deine Ausdauerpunkte. Ja. Irgendwann wirst du halt mit einem blauen Auge oder sowas. Das ist also das Größte, was passieren kann. Ja, alles klar. Was macht denn Isarun? Ja, nachdem sie den Schlag von Abelmir, der echt gut kam, doch noch pariert hat, glücklicherweise, setzt sie ihrerseits zur Gegenattacke an, täuscht so ein bisschen links unten an, dann kommt der Schlag aber von links oben rein und trifft den Abelmir tatsächlich so ein bisschen an der Schläfe. Schrammt so eher ein bisschen vorbei, also war kein heftiger Schlag, aber trifft. Kopfschmerzen. Noch nicht das erste Blut. Und ich greife, attackiere vehement an mit einem Wuchtschlag plus 5. Nächste Kampfrunde, Wuchtschlag 5. Genau. Gut, dann versuche ich zu parieren. Ja, bei einer Parade von 20, da macht es natürlich Sinn, dass man findet. Aber das wird Abel mir später feststellen. Derweil schauen wir uns an. Ja, Isarun, was willst du tun? Ich greife wieder mit einer Finte 4 an. Hat sich bewährt. Diesmal nicht. Der Schlag geht von vorbei. Ja, ein bisschen abgelenkt von der Wucht, die Abel mir in den Schlag reingebracht hat, hast du so ein bisschen zittrigen Arm bekommen. Steckt wohl doch ein bisschen mehr Kraft hinter dem Magier als eigentlich gewohnt. Gut, er ist ja auch ein Kampfmagier, diesmal aus dem Horasreich. Gut. Jalan, Kollege, Kiaris. Habt ihr heimlich geübt? Dezent. Die Praxis. Thema dezent, ich nehme an, er lässt mich wieder kommen. Ich lasse dich wieder kommen. Ja, komm, machen wir uns eine Viererfinte draus. Ach, ich muss. Mach mal eine Achterfinte. Hilft nix. Eine Anmerkung für mich: Wenn ich so etwas binde, muss ich mir keine eigene Erschwernis geben. Die Finte ist die Erschwernis für das Binden schon direkt. Dann binde mal. Dann binde ich mal. Binden kannst du ja auch nur, wenn die Attacke gelungen ist. Das war da eben das Problem. Ja, und es ist gelungen. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt kommt Feuer in den Kampf. Jetzt kommt ein Angriff, den muss ich jetzt machen. Ich fange meine Waffe ab, schieb sie einfach zur Seite, so ein wenig in deine Waffe hineingehakt und nutze das direkt für einen Angriff. Und zwar mache ich einen gezielten Stich. Warte kurz, meine Gesamtrüstung ist gerade einmal 9. Denk dran, dass gezielt Stechen gegen Schilde nochmal ein Zweierschwert ist. Das heißt, meine Attacke ist um 4 erleichtert. Du hast eine 9, das ist halbe Rüstung, das sind 5 plus 2, sind 7. Dann kriegen wir 7 Erschwernis, das ist doch ein Angriff. Kriege ich da jetzt eine 8er Erschwernis rein, weil vom Binden, oder? Was ist ja der Schild?
Das ist eine Frage. Ich habe nicht die Meisterparade. Ich kann eine Selbstansage von 4 machen. Ich weiß nicht, ob ich... nee, ich glaube nicht. Okay. Eine 4, also ich berichte ganz normal. Jalan, deine Ritteretikette verrät dir übrigens, dass eine Mindestrüstung nicht vorgegeben ist. Aber die meisten Kämpfer verwenden einen Rüstungsschutz von 4 bis 5. Das ist eigentlich auch ausreichend. Ja, aber du kämpfst halt trotzdem mit 9. Ich wollte nur sagen. Ich bin halt auch halb tot. Man soll es mir nachsehen. So, da hätte ich gar nicht parieren müssen. Wollte gerade sagen, die Attacke ist ja... Nicht genau. Gut. Nicht genau. Wenn ich mich aber nicht irre, hast du noch eine. Nee, hast du nicht. Du hast eine Ansage größer 4 gemacht. Ich hab nur eine Parade, falls du nochmal angreifst. Er hat keine... Nee. Also, hast du nicht. Er kann zweimal attackieren oder er kann einmal attackieren und zweimal parieren mit dem Schildkampf. Dafür muss er aber den Kampfstil wechseln. Ich meine jetzt du. Du als Schildkämpfer. Also. Ja. Gut. Das war dann diese Runde durch, denn ich kann nichts parieren, was nicht kommt. Also, Abelmir. Dritte Kampfrunde. Abelmir gegen Isarun. Ich müsste mich, um die Erschwernis abzubauen, aus meinem vorherigen Fehlschlag erstmal eine Aktion Position machen, richtig? Oder du machst einen Angriff, der erschwert es um die jeweilige Ansage, die eben gekommen ist. Ich mache erstmal Aktion Position, um mich hier in einer vernünftigen Kampfposition zu begeben. Und warte ihren Angriff ab. Das okay. Heißt, hier bleibt nur eine Parade, ne? Genau. In dem Fall möchte ich nämlich umwandeln. Erstmal meine normale Attacke. Ich mach eine Finte 4 mal wieder. Wenn denn das Programm mich ließe. Ja, aber nochmal doppelklicken auf die Attacke. Oh, jetzt hat er's. Ich sehe nichts. Nee, der hatte die Erschwernis nicht eingetragen. Der trifft. Gerade soeben. Dann meine Parade, plus 4. Gelungen. Und dann kommt der zweite Angriff, umgewandelt, genau. Plus 4. Kann aber nicht mehr parieren. Es sei denn, er könnte noch ausweichen. Aber dann lohnt sich sonst auch keine Finte. Da musst du nur treffen. Dann kannst du auch gleich den Schaden würfeln, es sei denn, er möchte frei ausweichen. Achso, ja. Ich würde dann frei ausprobieren, zu müssen probieren. Gut, dann verlierst du auch Initiative-Punkte. Ist geschafft. Ja, ich überlege gerade, dass es in Distanzklasse N sollte aber trotzdem geschafft sein. Du verlierst trotzdem 4 Punkte und fällst von der 16 auf die 12. Mhm. Hinweis von mir, weil deine Initiative sowieso schlecht gewürfelt war, orientiere dich doch beim nächsten Mal, dann steigt sie nämlich auf Basis in die plus 6. Hinweis von mir. Wir springen dieses Mal jetzt aber auch rüber in die dritte Kampfrunde, Kieras gegen Jalan. Mhm. Ventieren wir direkt nochmal. Nehmen wir uns die 8. Gucken wir erstmal, ob das gelingt. Das gelingt nicht. Ja. Genau. Ja. Dann greife ich an. Ich hätte dann gerne mal eine 5er Meisterparade. Und ich denke, ich mache wieder einen gezielten Stich. Ja. Darfst du mit dem Schildmeister parieren? Natürlich darf man mit dem Schildmeister parieren. Ich habe schließlich Schildkampf 2. Genau, aber dann verliert er die zweite Parade. Ich wollte gerade sagen, sonst brauchst du den Schildwaffenmeister. Mhm. Nur als Hinweis. Aber Karinov wird seinen Angriff eh nicht schaffen. Das ist wahrscheinlich nicht. Schön, das waren 11. Warum 11? Achso. 4 Grund, 7 deine Rüstung, 2 plus wegen dem Schild. Ja, und... Nein. Die Rüstung gibt 5. Ja, ich meine 5 Schild, 2... wie heißt... 5 Schild, 2 Schild und 4 Grund. Also 4 Grund. Aus der letzten Runde. 11 also. Einfach mal würfeln. Also ja gut, ich hab... Ein bisschen schneller würfeln, wir können dann... Also, wenn du halt eine 20 würfelst, dann müssen wir da nicht groß rumrechnen. Wenn du halt eine 2 würfelst, müssen wir auch nicht groß rumrechnen. 12. Jetzt könnt ihr das Rechnen anfangen und das wird wahrscheinlich nicht geschafft. Meine Meisterparade kommt aber durch. Kann ich Meisterparieren, wenn er nicht trifft? Nee, oder? Nein, kannst du nicht. Wumpe. Gut, Karino, du hast noch einen Angriff. Nein.
tänzel ein wenig mit freien Aktionen um dich herum, aber mehr mache ich nicht. Er wechselt doch die Distanzklasse. Er kann halt nichts dagegen tun. Was sollte ihm das bringen? Dann steht er auf H. Ja, auf H pariere ich trotzdem ganz normal, weil Schild. Gut. Und er kann Tode stoßen. Mit dem Dolch. 3, 2, 1, nein. Dann tänzelt er rum. Ja, du kannst dich natürlich dann auch abfällig von Jalan abwenden, kannst ihm den Rücken zudrehen, das würde ich dir alles zugestehen, kannst auch mit dem Publikum sprechen auf der Tribüne, wenn du jetzt auf deine dritte Aktion verzichtest. Dann nicht. Gut. Nächste Kampfrunde, die vierte, Abelmir gegen Isarun. Abelmir fängt an. Ich würde eine Finte plus 4 werfen. Ja, du bist erstmal weg. Musst du nicht erstmal rankommen? Dann muss ich vor allem erstmal orientieren, bevor wir wieder attackieren. Du bist frei ausgewichen. Du musst jetzt einmal eine Aktion Position aufwenden, damit du wieder kämpfen darfst. Hatte ich die letzte Runde schon? Ja, aber nach dem frei ausweichen musst du dich wieder in Position bringen. Du bist jetzt einfach nach hinten gesprungen. 2-3 Meter. Achso, gut. Das war ja die umgewandelte. Gut, dann. Ja, nee, es war keine umgewandelte, es war eine freie Aktion, die er benutzt hat. Nee, meine umgewandelte, die ihn zum Ausweichen gebracht hat. Ja, genau. Also jetzt ist eine Aktienposition, um mich wieder ihn... ...etwas anderes machen zu dürfen, außer freiem Ausweichen. Also wenn du weiterhin frei ausweichen willst, brauchst du keine Aktienposition zu machen. Dann darfst du aber auch nichts anderes tun. Ich probiere anzugreifen wieder. Also eine Aktienposition. Also eine Aktienposition, dann darfst du jetzt wieder angreifen, bist immer noch auf Ini 12 und könntest jetzt entweder angreifen oder parieren. Du möchtest angreifen. Ich würde angreifen. Gut, dann hast du keine Parade mehr offen. Eine Finte plus 4, wie gesagt. Finte plus 4, hört sich gut an. Das sieht gut aus. Ja, pariert. Dann greife ich meinerseits an, mit der bewährten Finte plus 4. Er kann nicht mehr parieren. Er kann noch ausweichen. Genau. Er kann aber noch ausweichen. Ausweichen geht. Ausweichen. Aber er kann nicht parieren. Komm, ich mach mal hier einen Wuchtschlag. Ich wollte gerade sagen, hau rein. Sehr ritterlich. Ja, du musst dich nicht aufregen, du trittst in schwerer Rüstung an und Kiaras muss sich auch nicht aufregen, der macht gezielte Stiche. Das ist auch nicht ritterlich. Ich weiß, aber das kann ich im Hinterher vorhalten, nicht währenddessen. Ich müsste jetzt um eine Ausweichen plus 2 schaffen. Das ist eine ganz normale Ausweichenprobe. Okay. Eine freie Ausweichen, das ist erschwert plus um 2 im Nahkampf. Also Ausweichen plus 2, dann gehst du einem Wuchtschlag plus 5. Diese Runde darf aber trotzdem schon mal den Schaden würfeln. So, hilft der Treffer. Wenn du das nicht ausweichst, dann wirst du wahrscheinlich auch K.O. gehen. Ich würde probieren auszuweichen. Ja. Ja, dann ist das dein Verderben, weil wenn du mehr Ausdauerschaden bekommst, als deine Konstitution hoch ist, dann fällst du um. Gut, dann falle ich halt durch den Schlag am... Also, wir können das jetzt gerne auch anders beschreiben, wenn du möchtest. Du kannst auch umfallen, aber der Kampf ist zu Ende. Du hast verloren. Du kannst jetzt auch sagen, okay, ich gebe auf, weil nächste Platzwunde am Kopf oder so. Regeltechnisch wärst du jetzt bewusstlos, aber wenn du möchtest, kannst du es auch anders beschreiben. Ich würde halte einen schweren Schlag gegen mein linkes Bein und merke gleich, ich bin nicht mehr kampffähig und hebe dann beide Arme mit. Um dem Kampfrichter anzuzeigen, dass der Kampf vorbei ist. Gut. Ja, ich lasse mein Schwert natürlich sofort sinken und verzeiht Abelmir, das war heftiger als beabsichtigt. Ein guter Schlag. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Dann ist ja gut. Also Kampf ist beendet. Gib dir die Hand. Drückt dir die Hand so hin. Ja, ich schüttel die. Guter Kampf. Rondra freut sich über uns. Lasst uns zur Seite gehen.